Willkommen zurück zu unserem zweiten Bonus-Part von Wild Arms. Heute machen wir uns auf die Suche nach unserem zweiten Endboss und dann schauen wir einmal, ob wir ihn vielleicht finden. Er sollte sich irgendwo hier im tiefen Wasser befinden. Und ja, dann gucken wir mal, wo er uns angreift. Oh, da kommt etwas aus den Tiefen. Scheinbar haben wir endlich den Boss gefunden. Was ich vorher gemacht habe, werde ich vermutlich schneller schneiden. Oder, nee, rausschneiden finde ich doof. Ich werde es etwas beschleunigen. Alles klar, ich würde sagen, auf ins Gefecht. Leviathan, unser nächster Boss. So, wir fangen mit einer üblichen Taktik an. Rudi benutzt Arc Smash, Jack benutzt Magnumfang und sie benutzt Slowdown, weil ich fand sie dieses Mal gar nicht so schlecht. Okay, wir sind sowieso alle zuerst dran, das sieht schon mal gut aus. Aurora-Zerstörung. Ja, der Schaden ist ordentlich, aber ich finde, wir haben schon viel Schlimmeres erlebt. So, benutzt sie Remedy? Ja, könnte sie. Reaktor-Torpedo. Ja, der Schaden ist auch okay, aber wirklich aushaltbar. Ich würde sagen, er benutzt einmal die Heilklinge, damit sie einmal Armor Down benutzen kann.
das beschleunigt den Kampf dann im Endeffekt halt zum Ziel. Oh, Woody hat mal wieder nicht getroffen. Naja. So. Jetzt heilt Cecilia wieder. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Dreizack. Ich glaube, die hat es echt auf Jack abgesehen. Und bei dem kleinen Schaden brauchen wir uns jetzt einmal nicht heilen. Jetzt benutzt sie Hyper. Wieder die Aurora zerstören. Das bedeutet, Cecilia muss wieder heilen die nächste Runde. Oh, er hat die Schallvision. Das gefällt mir. Und sie benutzt Remedy. Ja, mit Hyper ist natürlich Jack, schlägt wieder alles ab. Die hat schon wieder nicht getroffen. Okay, jetzt hat er bei dem Zornesschuss. Das sollte sich eigentlich jetzt sehr gut erweisen. Jack bleibt bei Magnumfang und sie benutzt einmal den Doppelzauber. Und zwar heilt sie einmal Didi. Und ich weiß nicht, sie könnte eigentlich nochmal Hyper benutzen, falls die Wirkung gleich irgendwann verfliegt. Ja, super. Okay, Arc Smash ist leer. Dann gehen wir wieder aufs Zweigestirn. Er benutzt Magnumfang. Und sie benutzt einfach mal so Remedy, weil dann wird der Jack auch gleich wieder voll aufgeladen. Sie sollte dann auch wieder voll bei Bewusstsein sein. Genau so wünsche ich mir das immer mit dem Zweigestirn. Das war's auch schon. Wir haben Brett Apport erhalten. Und das ist Cecilias bestes Outfit. Wir sehen wirklich die Verteidigung und sowohl auch die Magie, die steigen enorm in die Höhe. Alles klar. Ich würde sagen, ich fliege jetzt einmal und teleportiere mich in irgendeine Stadt, heile mich und dann zeige ich euch direkt in dieser Folge noch einen weiteren Boss. Bis gleich! So, ihr Lieben, als nächstes widmen wir uns Barbados. Das ist ein Boss, der sich in der Wüste befindet. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal zur Wüste. Und ja, da laufen wir dann wie eben eine ganze Weile herum, bis wir den hübschen kleinen Barbados gefunden haben. Das
werde ich dann ebenfalls wieder rausschneiden. So, hier haben wir sie, ja? Fangen wir am besten ganz am unteren Ende an. Hui. So, da haben wir es. Und dann werde ich jetzt wieder rumlaufen und das Ganze wieder beschleunigen. Oh, da ist er schon. Es nähert sich etwas von unten aus dem Boden. Na, ich würde sagen, im Vergleich zu eben ging das ja wirklich flott. Da haben wir Barbados. Wir fangen mit der gleichen Taktik wie ganz normal üblicherweise an. Ich glaube, langsam wird es langweilig für euch, das wieder erklärt zu bekommen. Säurerakete. Ja, das hat uns jetzt nicht sonderlich wehgetan. Aber man darf natürlich auch kleine Schaden nicht außer Acht lassen. Denn Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Unser Schaden gefällt mir wirklich gut. Cecilia benutzt nochmal Slowdown, denn wir wissen ja nicht, was Barbados noch so in der Hinterhand hat. Ja, die Säurerakete nochmal. Ja, ich würde sagen, einmal würden wir es noch aushalten, aber wenn der irgendwas richtig heftig Starkes hat, weiß ich nicht. Heilen wir einfach nur mal zur Sicherheit. Schaden kann es ja nicht. Lineare Schienenkanone. Der Schaden ist auch überschaubar, aber ja, schon ein bisschen heftiger als das, was man vorher hatte. Also dürfen wir nochmal heilen. Und die Säurerakete. Und sie benutzt einmal Hyper auf Jack. Das lohnt sich wenigstens. Landmeister. Ist auch ganz gut, der Schaden. Kann man mitleben. Er benutzt jetzt einmal den Zornesschuss. Wir bleiben beim Magnumfang. Und sie benutzt den Doppelzauber. Halt einmal eine Runde. Und ich würde sagen, Armor Down ist auch angebracht. Ja, das war's auch schon wieder. Prima.
So, mal schauen. Wir haben eine neue Waffe erhalten. Dist-Dims. Ja gut, die macht jetzt nicht so viel Unterschied, aber es ist ihre stärkste Waffe im Spiel. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Bonusfolge von Wild Arms wieder. Und da schauen wir mal, welche Bosse dieses Mal dann klappen. Bis dann!